So, herzlich willkommen und tschüss zu Elder Scrolls Online. Wir haben Fürst Baccaro erledigt. Und jetzt dürfen wir nach oben. Yes. Boah. Die letzte Feuerhammer. Yeah. Gut. Das Spiel gerade gesagt, du bist zu weit entfernt für die Wegmarke. Ich wusste gar nicht, dass Tamriel so aussehen kann. Ja. Hässliche Krüge, die auf dem Boden liegen. Ich nehme lieber die Brücke. Gut, Fürst Baccaro ist auf jeden Fall jetzt weg. Und nun vielleicht Frieden? Wir müssen uns noch mit Laura unterhalten. Die braucht noch bei irgendwas Hilfe. Ich weiß gar nicht, was dann auch noch kommt. Wie viele Folgen haben wir eigentlich? Ich glaube jetzt vier, ne? Damit? Eins, zwei, drei, vier. Ja. Ich glaube, das ist die letzte. Das ist ein Dachs. Sieht aus wie ein Frettchen. Eisenerz, Eisenerz. Fidibi, Fidibo. Das ist der Baum. Fri mochte ihn wirklich sehr. Geht und verstreut die Erde an seinem Fuß. Sehr mochte ihn sehr. Ich war sicher, dass etwas geschehen würde. Doch das ist wundervoll. Freund, lasst mich euch sagen, was Fri getan hat. Ein Skript ausgeführt. Habt ihr gesehen, was geschehen ist, mein Freund? Was Fri uns bat, mit dem Beutel Erde zu tun? Es ist ein Wunder. Das müsst ihr mir jetzt erklären. Natürlich. Nach allem, was ihr für uns getan habt, vergesse ich immer noch manchmal, dass ihr kein Druide seid. Fri hatte eine besondere Verbindung zu den heiligen Samen. Sehr nutzte Sess Macht als Naturgeist, als Seher, um etwas von dieser Magie in diese Erde fließen zu lassen. Und das bedeutet? Es bedeutet, dass die heiligen Samen nicht fort sind. Dass die Insignien des Druidenkönigs zurückkehren werden. Eines Tages. Bis dahin müssen wir diesen Baum beschützen. Ich werde dafür sorgen, dass alle Zirkel es wissen. Wir werden einen Weg finden, es gemeinsam zu tun. Meint ihr, man kann alle Druidenzirkel vertrauen? Vertrauen ist der Anfang von allem. Doch wir müssen erst noch die Ältesten versammeln und einen neuen Draui verbilden. Danach spreche ich die Sache an. In der Zwischenzeit werde ich Zwiesprache mit dem Baum halten. Mit den wachsenden Samen. Und ich werde hier sein, wenn sie endlich erblühen. Gibt's noch etwas, wobei ich helfen kann? Ich glaube, das ist alles, mein Freund. Danke noch einmal, dass ihr geholfen habt, Fries Bitte zu ehren. Ich hoffe, sehr findet Frieden und Glück im Vulkan. Jedenfalls glaube ich, dass ihr jetzt nach Hochinsel zurückkehren solltet. Ich weiß, dass Fürstin Arabelle gern mit den Verhandlungen beginnen würde. Oh Gott. Gibt's irgendetwas, was wir für Fried tun können? Nix. Fried hat sich entschieden. Ohne dieses Opfer hätte keiner von uns den Ausbruch des Vulkans überlebt. Ich werde die Zeit finden, den Feuersangberg zu besuchen. Zwiesprache mit dem neuen Geist des Vulkans zu halten. Manchmal antworten gebundene Geister. Manchmal nicht. Ihr meint nicht, dass Fri mit euch sprechen wird? Oh, Fri wird mit mir in Verbindung treten, sofern dies möglich ist. Doch jede Geisterbindung ist anders. Manche können frei sprechen. Andere können nur Eindrücke teilen. Und dann gibt es jene, die mehr oder weniger schlummern. So wie Fries vor Sess Erweckung tat. Ich glaube, wir müssen jetzt nie wieder mit Laure reden. Mal gucken. Ich glaube, Montag spiele ich Skyrim. Kommt aber drauf an, wie ich Montag drauf bin. Hochinsel. Oh, das muss man auch noch ändern hier. Ich krieg Hochinsel nicht geklickt. Bin hier richtig, ne? Ja, ich hoffe. Ja, das riecht ganz nach Finale der Hauptstoryline. Wobei jetzt noch ein bisschen Gequatsche kommt mit den drei Anführern. Eventuell. Das weiß man ja nicht. Warum laufe ich eigentlich so langsam? Ich kann Turbo machen.
Ich versichere es euch, Fürstin Musik leiser. Arabell. Ich bin mehr als je zuvor der Friedensmission der Liga der Standhaften verpflichtet. Ich bin froh, euch das sagen zu hören, Hauptmann. Ich höre nicht. Oh, gut, dass ihr... Hauptmann Marguerite und ich hatten gerade... Scheiße. Ich wollte die Münzen haben und nicht sie. Hauptmann Marguerite und ich hatten gerade ein sehr erhellendes Gespräch, mein Teurer. Abgesehen von seinen Ablenkungsmanövern hielt Fürst Baccaro seine heimlichen Umtriebe mit dem Orden der Emporstrebenden wohl von den Betätigungen der Liga der Standhaften getrennt. Ach, Baccaro hieß er. Ich habe seinen Namen schon vergessen. Seid überzeugt davon, eure Hoheit? Ja, mein Teurer, das bin ich. Hauptmann Marguerites Ruf ist makellos und ich gehe bereits ihre Hauptbücher durch. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich werde jemanden holen, der gründlichere Ermittlungen anstellt. Doch die Liga hat zu viel Gutes getan, um sie nun einfach aufzulösen. Eure Majestät, sind wir nun bereit für die Friedensverhandlung? Fast. Die Vorbereitungen laufen auf dem Eiland aller Flaggen, doch ich habe eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr Graf Stefan, Druidin Laurel und Druidin Rüvana zu den Gesprächen einladet. Sie verdienen es, eine Stimme bei den Vorgängen zu haben. Kapitän Sajid und Kaska auch. Also soll ich schon wieder zurück nach Galen? Ihr wollt, dass Sajid und Kaska an den Friedensverhandlungen teilnehmen? Ich glaube, Sajid und Kaska sollten auch sehen, wie sich die Verhandlungen entwickeln. Doch daran teilnehmen? Oh, große Güte, nein, mein Teurer. Also ladet Graf Stefan, Laurel und die anderen ein. Und erinnert Graf Stefan daran, dass ich mich auf Haus Monar verlasse, um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen. Okay, die Leute finden sich schon selbst an. Und das brauchen wir nicht. Nicht wissen zumindest. Wir haben bei 23 Minuten und dann wäre Ende. Ich muss jetzt wirklich wieder dahin, ne? Das Spiel schickt mich jetzt wirklich wieder nach Galen. Wie geil. Hätte Arabell mir das nicht gleich sagen können, da in dem Thron, wo wir alle zusammen standen. Hey, ihr seid alle eingeladen. Kommt um diese Uhrzeit. Da, 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 da. Jetzt schickt sie mich als ihr Boten, Junge. Das finde ich nicht gut, Junge. Gut. Hört her, Kartenhaie und Sammler. Oh Gott. Stellt eure Schleue und euren Mut bei einem brandneuen Kartenspiel auf die Probe. Ich will von Ruhmes Geschichten nicht hören. Beide Fäule. Wir müssen einen Weg finden, damit die Zirkel zusammenarbeiten können. Beide Fäule. Die Angezeiten sind gewillt, doch wir haben noch keine neuen Anführer gewählt. Und wir misstrauen dem Feuersang noch immer. Der Feuersang ist sich seiner Fehler bewusst. Wir erwarten keine Vergebung, doch wir wollen die Gelegenheit, es wieder gut zu machen. Ich verspreche, unser nächster Anführer wird weniger forsche Bestrebungen zeigen. Steinlehre? Feuersang? Hab ich vergessen. Fäule und Verdammnis. Die Druidenzirkel dazu zu bringen, sich auf irgendetwas zu einigen, ist schlimmer als Faune hüten. Doch ihr seid nicht hier, um euch um meine Probleme zu kümmern. Diesmal nicht. Was kann ich für euch tun, mein Freund? Fürstin Arabell möchte, dass ihr die Druiden von Galen bei den Friedensverhandlungen vertretet. Wirklich? Nachdem ihr mein Verhandlungsgeschick schon selbst erlebt habt? Halt. Ihr meint das ernst? Nun, warum nicht? Ich will auf jeden Fall das Beste für meine Leute. Und vielleicht kann ich ja noch etwas lernen, wenn ich den Anführern der Allianzen zusehe. Ich nehme gern teil. Gut, wir sehen uns euch auf dem Eiland aller Flaggen. Und nur unter uns gesagt... Die Gespräche zwischen den Druidenzirkeln laufen gar nicht so schlecht. Ich verliere nur manchmal die Geduld. Ich will, dass alles sofort passiert. Doch Blumen blühen, wenn sie dafür bereit sind, nicht wahr? Wie auch immer. Wie kommt ihr und Graf Stefan miteinander? Ne, das will ich nicht fragen. Ich, so wenig, je weniger Worte ich mit Laurel verbringe, desto mehr kann ich mit anderen reden. Schön, dass ich mit dem Schiff wieder zurück kann, aber muss ich das jetzt hier schon? Nicht, dass ich hier noch woanders in... Sieß. Stefan ist da drüben. Dingens auch. Eins. Zwei, drei. Wer ist denn die vierte?
Ich habe meinen vierten Verbündeten vergessen. Naja. Aber offenbar nicht genug. Ich muss immer noch zurück. Da stimmt was nicht. Ich muss mal zurück nach Gonfalon. Was Tür. Oh, was schreit die Musik so? Dammit! Ey, was ruckelst du? Her, Kartenhaie und Sammler. Oh Gott! Und euren Mut bei einem brandneuen Kartenspiel auf die Probe. Ruhmesgeschichten. Ich will von dem Kartenspiel nichts mehr hören. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Schmeckt nur das Aroma, Leute. Du liegst tot. Das ist die Kochrasees-Garantie. Reisender, ihr seht abtrünnige Ritter, eine Leiche. Die würzt man am besten im Baguette mit Salz. War das Blutvergießen wirklich das Ergebnis einer druidischen Prophezeiung, Galfin? Nee, das war ein anderer Spieler. Ja, Feider. Manchmal kann religiöse. Wie sind die eigentlich da gestorben? Merkwürdig. Ach, Stefan ist hier. Ups. Stimmt. Stefan ist hier. Was, Tür? War der nicht auf Hochhand? Hauptmann Marguerite hat ihr Wort gehalten. Lass diese Vorräte sofort verteilen. Sofort, Graf Stefan. Freund, willkommen zurück im Castel Morna. Fürstin Arabelle hat mir gesagt, ich kann Hauptmann Marguerite vertrauen. Soweit, so gut. Die Liga der Standhaften hat ihre Hilfsmaßnahmen wieder aufgenommen und seitdem läuft es wieder glatt. Doch, was führt euch nach Galen, mein Freund? Fürstin Arabelle möchte, dass ihr Galen bei den Friedensverhandlungen vertretet. Ja. Und welche Rolle könnte ein kleiner Graf bei Gesprächen spielen, die über das Schicksal von ganz Tamriel entscheiden werden? Nein, vergebt mir, mein Freund, es ist einfach nur sehr viel in letzter Zeit. Natürlich nehme ich teil. Soll ich etwas für Fürstin Arabelle tun? Sie hat auch darum gebetet, dass ihr ein Kontingent der Ritter des Hauses Mona mitbringt. Ah, ja. Nach all diesem Ärger ist eine solche Bitte nicht überraschend. Nun gut. Sagt Fürstin Arabelle, dass Graf Stefan an den Friedensverhandlungen begleitet von einem Kontingent seiner besten Ritter teilnehmen wird. Reicht das? Vollkommen. Wir sehen uns euch auf dem Eiland aller Flaggen, Stefan. Wie mein Vater trotz der ständigen Parade an Bittstellern und Anfragen jemals etwas geschafft hat, werde ich nie verstehen. Oder wie das Erzdruide Raval gelang. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn alle ständig um die eigene Aufmerksamkeit buhlen. Ist wirklich so. Na, ne. Zeit. Ich hab Zeitdruck. Warum stockst du, Spiel? Es ist zu heiß. Anscheinend. Oh, hört her. Der Beckesan. Klatsch. So, jetzt rüber nach. Also irgendwer ist da draußen sogar noch. Lauchold ist das nicht. Rivana könnte es sein. Stimmt. Rivana habe ich vergessen. Irgendwer steht da hinten. Mein Freund, eine schöne Überraschung. Hi. Was führt euch so rasch wieder hierher, mein Freund? Nicht noch eine Gefahr für den Archipel, hoffe ich. Fürstin Arabelle möchte, dass ihr Steinlehrer-Druiden von Hochinsel bei den Friedensverhandlungen vertretet. Ich bin weder eine Älteste noch eine Erzdruidin. Sollte Fürstin Arabelle nicht einen von ihnen einladen?
Die meisten Überlebenden und erfahrenen Mitglieder des Zirkels sind tief in Gespräche über den Drauife verstrickt. Wohl anderen sagt ihr, dass ich teilnehmen werde. Gut. Ich bin erfreut, dass Fürstin Arabelle daran dachte, die Druiden des Archipels in die Friedensverhandlungen einzubeziehen. Wie ihr gesehen habt, reichen die Ereignisse auf dem Festland selbst bis an unsere fernen Ufer. Doch ich wünschte, es stünden Erzdruiden oder Älteste für diese Aufgabe zur Verfügung. Habt ihr Interesse daran, eine Älteste oder Erzdruide zu werden? Vielleicht eines Tages, doch ich bin viel zu jung, um Älteste genannt zu werden. Findet ihr nicht? Und Erzdruiden, das ist keine Ehre, die man einfach so erhält. Nur Druiden von eindrucksvoller Präsenz und Macht erreichen je einen solchen Rang. Werde ich eines Tages dazugehören? Wir werden sehen. Gut, so. Ich schwitze mir einen ab. Ich muss hier weg. So, jetzt rede ich noch mit den letzten. Dann ist die Folge zu Ende. Dann haben wir alle zusammengesammelt. Und dann kann die Friedensverhandlung beginnen und dann habe ich auch mehr Power. Weil dann ist die Folge, ja, gewechselt. Sagen wir es mal so. Und ein neuer Tag übrigens. Ist gerade 1 Uhr. Ist dunkel. Deswegen rede ich auch mit gedämpfter Stimme. Mach die Sprung bereit, loszusegeln, wenn Königin Eiren es wünscht. Die Sprung ist bereit. Ich könnte zur Abwechslung etwas Ruhe brauchen. Ah, ihr wart wohl etwas zu voreilig, Casca. Seht, wer da ist. Immer wieder ein Vergnügen, Fünfkralle. Doch ihr habt die Neigung, Sagi Ärger zu bringen. Und mehr Arbeit. Also, was ist es dieses Mal? Ein Perjite-Kult? Vampirarmeen aus dem tiefen Untergrund? Was? Das wäre ja auch geil. Fürstin Arabelle hätte gern ihr und Casca an den Friedensverhandlungen teilnehmt. Als Beobachter und Wachen. Sagi und Casca sind eingeladen? Nun, wie nicht anders zu erwarten. Nach allem, was Sagi getan hat, ist es nur natürlich, dass er alles beobachten soll. Und für die Sicherheit der Königin und der anderen sorgen. Aber Casca auch? Wirklich? Ah, nun gut, wenn Fürstin Arabelle darauf besteht. Wir sehen uns. Sagi und Casca brechen auf der Stelle zum Eiland auf. Und wir werden einen Teil der Mannschaft der Sprung mitbringen. Ein paar mehr Wachen können nie schaden, ja? Meint ihr, die Friedensverhandlungen haben eine Chance auf Erfolg? Es gibt immer eine Chance, Fünfkralle. Es mag eine sehr, sehr kleine sein. So klein, dass man sie mit bloßem Auge kaum sehen kann. Doch es gibt sie nicht desto trotz. Dieser hofft aber, dass es klappt. Der Krieg ist ein schreckliches Geschäft. Gut, sehr gut. Reist zum Eiland aller Flaggen. Das wird er beim nächsten Mal machen. Das werden wir beim nächsten Mal machen, so rum. Und nicht anders. Vielleicht kriegen wir ja doch einen Friedensvertrag zwischen allen dreien hin. Oh, das wäre ja geil. Frieden in Cyrodiil. Sodass man Cyrodiil alleine. Oh, als Solo-Plattform. Dass man da durchlaufen kann. Ohne dieses PvP. Das wäre ja auch geil. Dann könnte man die Quests machen. Hm. Nicht schlecht. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.